Okay, dann sucht euch einen Platz. Schaut, ob euer Nachbar da ist, ob jemand verloren gegangen ist. Und dann steigen wir in den letzten inhaltlichen Programmpunkt heute ein. Ich warte noch kurz, bis alle Gespräche verebbt sind. Bis auch der Jochen seinen letzten Satz gesagt hat. Ist der Schweigefuchs, oder? Alle Schweigefuchs! Schweigefuchs, genau. Schweigefuchs jetzt. Okay, also wir steigen ein in den letzten Teil, die Lightning Talks. Die haben wir jetzt seit ein paar Jahren. Die Idee von Lightning Talks erkläre ich euch gleich, weil der erste Lightning Talk heißt How to Lightning Talk. Also da ist die Erklärung, was ein Lightning Talk ist. Wir haben jetzt auch die Lightning Talks Hybrid. Es kommen Lightning Talks von Remote, es kommen Lightning Talks von hier vor Ort. Die Reihenfolge, alle, die Lightning Talk Speaker hier vor Ort sind, wissen das. Schaut vielleicht, dass ihr euch schon so langsam hier vorne einfindet, wenn ihr dran seid, dass wir da nicht so lange Wechselzeit haben. Eigentlich hätten wir jetzt 60 Minuten mit 12 Lightning Talks. Einer ist krankheitsbedingt ausgefallen, also wir haben ein bisschen Puffer. Normalerweise sind die Lightning Talks immer ziemlich dicht getaktet. Das Wichtigste vorneweg, ich schalte hier jetzt mal um. Jetzt seht ihr hier, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Da oben in dem Bild, Ihr Remote müsst es auch sehen, das Video ist gepinnt, einen grauen Balken. Der graue Balken ist ganz wichtig, weil der zeigt die Zeit an. Ein Lightning Talk dauert 5 Minuten, nicht länger, er kann kürzer dauern. Da muss ich jetzt hier mal hinein. Genau, also was ist ein Lightning Talk? Lightning, Gewitter, Blitz. Das ist ein Blitzvortrag, ein schneller Vortrag. Die Idee war, dass man die Leute abends, bevor es dann ans Abendessen geht, wir ein Bierchen trinken, nochmal mit so ein paar Gedanken befeuert. Nicht so ewig lange Vorträge, sondern einfach kurze Impulse setzt, ne, die zum Nachdenken anregen, vielleicht aber auch ein Anlass sind, quasi gemeinsam miteinander zu sprechen. Also 5-minütig sind die. In der Regel sind es unterschiedliche Rednerinnen. Also ich habe selten Veranstaltungen gesehen, wo es nur ein Lightning Talk gab. Ne, das sind meistens mehrere. Wir haben im Chaos Computer Club immer einen Slot, das sind 3 Stunden lang Lightning Talks, so lange machen wir das nicht, aber wir machen hier immerhin eine Stunde. Die Themen können völlig unterschiedlich sein und ein Lightning Talk Redner kann Folien haben, muss es aber nicht. Na, was hat's jetzt mit den einzelnen Sachen auf sich? Der Lightning Talk beginnt, indem einfach nur der Titel und der Referent vorgetragen wird. Wir haben so ein bisschen die Story gemacht, die Lightning Talks spiralisieren aus unserer Galaxy Map so raus. Das heißt, die Deckfolie ist immer die Galaxy Map und man sieht dann, welcher Lightning Talk Speaker kommt und wo ist der verortet. Die Rednerin soll den Zeitplan im Blick haben, wie gesagt, sich bereithalten. Ihr vor Ort kommt am besten schon mal dann zuvor, wenn ihr dran seid. Remote sind ja jetzt gemischt, Leute, die einen Lightning Talk halten und Leute, die keinen halten. Ich würde alle Lightning Talk Speaker bitten, die Hand zu heben in Teams. Ne? Einfach diese Hand bei den Reaktionen, weil dann werdet ihr bei mir in der Liste nach oben sortiert. Dann finde ich euch schneller, als wenn ich die Namen sozusagen erst finden muss. Ne? Das wäre eine Bitte. So, die Folien haben wir hier zentral. Also das heißt, die Folien sind hier vorne. Ihr könnt entweder sagen, nächste Folie, nächste Folie, nächste Folie. Oder ihr könnt über Teams die Steuerung anfordern und dann könnt ihr auch selber weiterklicken. Die Leute, die hier vorkommen, drücken hier auf die rechte Pfeiltaste, um die Folie weiter zu steuern. Ja, während des Lightning Talks, ihr seht schon da rechts am Rand, da läuft so ein kleiner Balken hoch. Ja? Der hat jetzt, der hat insgesamt 30 Elemente, diese, was so aussieht wie eine LED-Anzeige. Der hat 3 Farben. Die erste Farbe ist grün. Jeder dieser Balken taucht auf nach 8 Sekunden. Also das heißt, die ersten 4 Minuten, die ihr habt im Lightning Talk, seht ihr immer grün. So, dann kommt von unten, kommt so langsam gelb nach. Ja, der gelbe Balken taucht alle 1 Sekunde auf. Das heißt, wenn der gelbe Balken anfängt zu zählen, habt ihr nur noch 30 Sekunden. Wenn gelb voll ist, ihr könnt es euch vorstellen, wer hat es schon durchschaut, das Konzept? Blau ist ein Vorschlag, ist aber nicht. Fast. Nach Gelb kommt Rot. Ja, und Rot haben die Balken auch 1 Sekunde, das heißt, Rot ist auch nochmal 30 Sekunden. So, und da brauchen wir dann, wenn die Lightning Talk Speaker so lange brauchen, also vielleicht sogar länger als 5 Minuten, brauchen wir die Hilfe von den Leuten im Raum oder auch online. Nämlich, wenn nur noch 5 rote Balken fehlen, dann wird der Redner oder die Rednerin angezählt. Also das heißt, die letzten 5 Balken zählt ja im Raum dann schon 5, 4, 3, 2, 1. Dann ist alles weg und dann gibt es den Applaus für den Redner und dann schmeißen wir ihn tatsächlich von der Bühne runter. Ja, das können wir mal ausprobieren. Also wir tun mal so, als wäre schon der rote Balken da. Ja, wir tun mal so, also. 5, 4, 3, 2, 1.
Simon, ihr habt es verstanden. Perfekt. Simon, hörst du mich? Ja. Ein kurzer Hinweis für die, die remote eingewählt sind. Damit die den Countdown-Balken sehen, müssen die dann auf das Video oder auf den... Ja, Fit-to-Frame. Genau, Rechtsklick und Fit-to-Frame sagen, damit die es auch sehen. Ja, richtig. Wir sind im Spotlight mit unserem Video, deswegen sieht man es ganz im Breitbild. Es könnte sein, dass ihr remote nur einen Ausschnitt seht auf dem Video, wo ihr den Raum seht. Da müsst ihr einmal rechtsklicken auf dem Video und im Deutschen heißt es Unframe anpassen, im Englischen heißt es, glaube ich, Fit to Frame. Und dann wird die ganze Breite des Videosignals gezeigt. Also, fünfter Punkt, werde rechtzeitig fertig und erhalte deinen Applaus. Fragen und Diskussionen zum Lightning Talk gerne über Slack, aber es gibt kein Q&A. Ja, bei 5 Minuten macht Q&A keinen Sinn. Für das Publikum habe ich schon gesagt, runterzählen, Applaus geben, Fragen und Lob, wie gesagt, in den Chat oder Leute kontaktieren, LinkedIn, ihr kennt die Kanäle. Okay, soweit verstanden? Ja, das ist gut. Ich kriege nämlich schon rot. Jetzt könnt ihr schon mal testen, ob ihr es verstanden habt. 4, 3, 2, 1. All right. Okay, so we start at the center of the map. We have 3 English Lightning Talks. And I'm very proud that Mr. Leif Edvinson, Brain of the Year 1999, and one of the key experts in knowledge management, joined us to give a lightning talk starting at the center of the galaxy map. So, Leif, the stage is yours with knowledge navigation beyond the library. Vielen Dank. I am very honored and happy to be with you. And your great map is a remarkable work. And I think you can add a lot to it. And I will give you 7 bullet points for today. And the knowledge navigation is the starting one. So number one, knowledge navigation is going beyond the library, beyond the what you know that you know. It's going into what you don't know that you don't know. For example, the new subsets of the COVID virus. What do you know about that? The angle of knowledge navigation is roughly 35 degrees. So you can look it up later on and see what it is. It leads to number 2 as a keyword, and that is metaverse, or as you mentioned earlier here, a galaxy of new opportunities. You see that on the map, a remarkable map. And this might lead to a new tool for you to test down the road. It's a Oracy Lab. You have literacy labs by UNESCO, but you perhaps could develop, and I'm happy to support you, with an Oracy Lab, how to speak to learn. And that is the oral dimension. So that's why I don't show any slides. Number 3 is actually the generational aspects of it. It might be that some of you are Generation Z, but perhaps not. And I am definitely not Generation Z. And it's very interesting to see that the future is probably in the cross-generational collaborations. And that's why it's so important to combine Generation Z with silver potentials, people with white mustaches, for example. It's a hybrid dimension as well, as you mentioned earlier. Number 4 is actually the aspects of questions. It might be called QuizX. All these white bullet points you have on the map here could be translated into questions. And QuizX is the art and science of question. And the reason why it's so important is that an answer is going through your head in roughly 24 hours. Then you have lost 80% of it. A question is building new synapses in your head. And those synapses stay until you get Alzheimer. And that's why it's so important for you to start to develop the QuizX, the art and science of questions. The number 5 is the next dimension, and it comes out of this. It's the neuroscience. And the neuroscience is probably the background for this beautiful map you have. The neuroscience will give you
a lot of interesting aspects. You can look at news media of today. The news media of today is full of negative information, negative messages. Do you start the day as an Olympic champion by negative thinking? It doesn't work at all. So you have to have what we have started to develop with LEF Future Center in Holland, positive cartography. And you can look at it on the internet, just search for positive cartography. Number six is Brain Olympics. How much of your time are you spending on training your brain? And that is perhaps something that is very valid for senior people like me, but it needs oxygen. So how much oxygen do you have in this speed talk or speed four track in 7 minutes, or I probably coming close to 7 minutes now, but oxygen bar is the next place where you should go. The oxygen bar, not the alcoholic bar. So test that later on tonight, and with that I wish you a gute Zukunft, happy future, and good drinking of oxygen. Thank you very much. Your applause. Thank you. Vielen Dank. So, dann haben wir den Harald. Du kannst gern hier rumkommen. Moment. Nächste auf der Bühne, Harald Schirmer in Präsenz. Leading Management, Harald ist. Deine Bühne. Du schaltest mir noch die Folie drauf, oder? Ist sie. Wunderbar. Ihr dürft gerne die Augen zumachen, um was es geht. Leading Management Tacheles, wir schimpfen immer nach oben, dass die da oben die falschen Entscheidungen treffen und deswegen Management, Change Management, Knowledge Management, alles nicht so funktioniert. Denkt mal so ein bisschen drüber nach. Stellt euch vor, ihr selber seid Top-Manager. Ihr habt es nach 20 Jahren Arbeiten geschafft in eurer Organisation. So, euer Chefbüro ist ab jetzt weg. Das heißt jetzt Videokonferenz. Shared Desk ist das große Thema. Physische Führung, die ihr gelernt habt, die euch 20 Jahre lang erfolgreich gemacht habt, ist jetzt weg. Die Leute sind zu Hause. Ihr könnt sie nicht mehr führen. Männerdomäne, ja klar. Also in den letzten 20 Jahren haben vor allen Dingen Männer Karriere gemacht. Und jetzt sollen da plötzlich die ganzen Frauen noch mit dazu. Und dann sollte es noch international sein und sonst was. Und ich bin noch irgendwie, das ist doch jetzt irgendwie blöd. Delegation. Ich hatte doch dafür gearbeitet, dass ich eine Assistenz vorne dran stehen habe, dass die Tools so ausgeschaltet sind, dass eigentlich nur über meine Assistenz jemand an mich rankommt. Das heißt Delegation, ich konnte die Arbeit an andere weitergeben. Wer heute schon mal mit Teams gearbeitet hat, der wird feststellen, man kann das nicht mehr delegieren. Enterprise Social Network kann man nicht mehr delegieren. Ich muss das alles selber machen. Das ist nicht das, wofür ich 20 Jahre gearbeitet habe. Distanz, schon mal bemerkt, nochmal die Assistenz vorneweg. Distanz sorgt natürlich für Sicherheit. Ich kann ja eigentlich tun, was ich will, wenn niemand direkt sieht, was ich mache. Wenn das Ganze umgekehrt ist, dass alles sichtbar wird, was ich machen muss als Manager, dann kann ich auch Fehler machen. Wenn ich Fehler mache, mache ich ja keine Karriere mehr. Also Transparenz als Manager nicht unbedingt the number one thing. Mein Star-Status, ich stehe hier vor der Bühne, es ist ein Town Hall und der ganze Standort ist da und hört mir zu. Und jetzt mache ich einen Webcast und ich habe 20 Zuhörer. Ist irgendwie scheiße. Weiß alles. Als Manager habe ich 20 Jahre gelernt, für jede dumme und jede tolle Frage natürlich eine Antwort zu haben. Ich muss alles wissen und auch noch entscheiden. Und jetzt erklärt mir HR, naja, du solltest besser fragen und nicht alles wissen. Ist irgendwie nicht das, was ich gelernt habe. Statussymbole. Naja gut, mein SUV vor der Tür, den habe ich mir ja ehrlich verdient. Oh Mist, jetzt bin ich eine Umweltsau. So, wie cool ist Management heute noch? Stellt euch vor, ihr selber seid das. So, und jetzt schauen wir uns das weiter an. Hierarchie. Jetzt kommt noch jemand um die Ecke und sagt, ah, das mit der Hierarchie, das ist doch alles vorbei. Wir wollen jetzt Agile. Habt ihr schon mal in einen Agile-Organisationschart geschaut? Da drin gibt es keine Executives. Da gibt es kein Board und da gibt es keinen Vorstand. Da gibt es nur, die höchste Rolle ist ein Portfolio-Manager. Und das ist eine operative Rolle. Also das Management findet in Agile nicht mehr statt. So, was sollten diese Leute denn tun als Manager? Sie müssen die Verantwortung übernehmen. Das heißt, sie sind verantwortlich für Regeln, Rollen und Prozesse und so weiter. Das heißt, diejenigen, die eigentlich in eurer Organisation Agile umbauen sollten, sind die Leute, die es danach nicht mehr gibt.
Warum sollte das jemand tun? Im Management gibt es eigentlich keinen Machtverlust, es geht immer nach oben, richtig? Digital Transformation, also die Digital Leader unter uns, die so schon ein bisschen was gemacht haben, die wissen, oh Mist, es kann jeden Tag nach unten gehen. Die Anzahl meiner Follower, es kann Shitstorm geben, ich kann die falsche Entscheidung treffen, es kann sein, dass ich morgen nicht mehr so hip bin. Das ist auch nicht unbedingt so lustig. So, und drum hoffe ich jetzt, dass wir gemeinsam vielleicht in den nächsten 2 Tagen so ein paar Narrative finden werden. Ich bin noch grün. Du hast nicht geglaubt, dass ich 19 Folien schaffe. Karriere, Arbeitsmodelle, Rahmenbedingungen, Freiheiten. Die Frage ist doch, wenn wir das alles wollen, wofür New Work und Knowledge Management und all das steht, dann müssen wir neue Geschichten erzählen, erfinden, die so attraktiv sind, dass ein Executive oder ein Manager sagt, okay, bei all dem, was der Schirmer jetzt gerade erzählt hat, was ich alles scheiße finde, gibt es was, worauf ich mich freuen kann? Warum sollte ich all das tun? Und dafür bitte ich euch, und da würde ich eine kleine Antwort reingeben, VUCA, der letzte Buchstabe in VUCA heißt Ambiguität, Mehrdeutigkeit. Das heißt, wir können die Begriffe, die die Leute alle nutzen, können wir auch anders befüllen. Und das würde ich euch dazu einladen. Überlegt mal, wie können wir denn die Begriffe so verkaufen oder erzählen, dass die wieder attraktiv werden fürs Management. Denn eine Zukunft, die wir wollen, muss erfunden werden, sonst kriegen wir eine, die wir nicht wollen. Vielen Dank. Applaus online und vor Ort. Danke dir, Harald. Wie geht's weiter? I think we have to switch to English again. You said diversity is important. We have Celine. Celine, are you there? Hey, can you hear me? Yes, loud and clear. Ah, awesome. I wish I understood what Harald just said because it's always intelligent. We have Sven in the room with this artificial intelligence and we will translate it afterwards. Awesome. So, Celine, the stage is yours. I start the timer and your lightning talk, Dare to Unlead. All right. Thank you so much. I'm really happy to talk about leadership, which has its spot on the map, and in particular the change in leadership, because our workplaces, honestly, are completely dysfunctional. We have like 15% people actively engaged in our organizations. We have the cost of burnout to the global economy in lost productivity is around $1 trillion per year. It's absolutely crazy. Work just in the US is killing 120,000 people a year, excess death, you know, linked to workplace phenomenon. And frankly, the situation is not getting better. Can you guess the CEO pay raise evolution since 1978? It was 1,000%, okay, in pay raise for CEOs. Can you guess what the average worker pay raise has been in the same time frame? Okay, compare 1,000% to 12%, actually 11.9. This is not sustainable. It cannot work. And all is this discrepancy, this discomfort in the workplace has become even more visible across the pandemic, of course. And a few years ago, maybe like 20 years ago, a futurist, Michel Cartier in Canada, said that we had entered a period of 5 simultaneous crises: geopolitics, society, economy, energy, and ecology, all clashing at the same time. I believe the common denominator for all these crises we are in right now is leadership, precisely obsolete leadership. Leadership has been defined as a process of social influence, a process of social influence in which one person is able to enlist the aid and support of others to accomplish a certain task. And I believe that the way leadership is currently exercised, practiced, has become obsolete and toxic. And we must get rid of that and practice practice it in a different way. That's what I describe in this book, Dare to Unlead. You will notice the similarity with Dare to Lead by Brené Brown. This is not a criticism. I love Brené Brown. However, I feel that this emphasis we're putting on leadership as,
you know, a super competence, like, you know, linked to assertivity and confidence and something that puts you above others. I think this is wrong. This is not helpful for our organizations and not helpful for our society. And so what I suggest, based on my practice, based on, you know, real things done in the real work, not just, you know, ideas from my brain, is an evolution of leadership along three principles. The first principle is a principle of emancipation. This is very much linked to system thinking and system sight. So emancipate ourselves from questioning current practices and how we perpetuate current systems instead of changing them. The second principle is a principle of connection in diversity, connecting the system to more of itself to increase its capacity to evolve, removing patterns of domination and submission that constrain the capacity of the system. And the third principle is a principle of mobilization, creating togetherness through action and growing the social capital of an organization to increase its collective capacity. To sum up those three principles, you could use three different words, actually: self-emancipation, emancipation, creating more, injecting more freedom and agency in the system, can be called liberty. The second principle, connection in diversity, removing domination and submission, can be called equality. And a third principle, mobilization, creating togetherness in action, can be called fraternity. Right, you've guessed I was French, I am, but I think these are universal values, much beyond France. And through all this, I believe we can create leadership that is a collective capacity, not an individual skill set, but a collective capacity to be nurtured. Thank you very, very much, Celine. Awesome. Thank you. Very, very good timing. Thanks a lot. Okay, up to the next Lightning Talk speaker. Here on the map, it's Lilian, but she got sick. And I think Christine will take over. Christine, sorry, I can switch to German. Und die Vorstellung des LernOS Diversity Leitfaden. Christine, bist du da? Ja. Sehr schön. Die Präsentation für mich. Ja, ich klicke für dich. Du sagst einfach, wenn es weitergehen soll. Okay, also wie gesagt, ich bin hier, ich habe jetzt hier kurzfristig übernommen, um das LernOS Diversity vorzustellen. Und der Begriff Diversity ist ja nun schon ein paar Mal gefallen und ich bin selber auch ein Advokat oder ein Messenger for Diversity. Ja, weiter. Die Liliane ist selber Beraterin für Gender Diversity und die Pivi Scamperle ist eine systemische Organisationsberaterin, Coach und Trainerin auch im Bereich Diversity. Und die Pivi hat gemeinsam mit vielen anderen während der Pandemie diesen LernOS Diversity entwickelt und die Liliane ist da auch mit eingestiegen. Ist weiter? Vielleicht kennt ihr dieses Rad von der Diversity hier. Das ist ja, sind die ganzen Dimensionen abgedeckt, die uns selbst betreffen, die wir durch äußere Einflüsse entwickeln oder auch durch die Organisation, in der wir uns bewegen und arbeiten. Die beeinflussen uns jeweils. Und Deutschland ist eine Vielfaltsgesellschaft und hier sind mal ein paar Fakten dazu. Wenn ihr euer Umfeld anschaut, also ich sehe das natürlich auf jeden Fall, also jede vierte Person hat einen Migrationshintergrund, jeder neunte hat eine Behinderung und 7% der Menschen identifizieren sich als LGBTQ oder aus diesem Bereich. Es gibt mehr als 140 verschiedene Religionsgemeinschaften. Eine Sache ist natürlich sehr berühmte Studie, die immer wieder zitiert wird, dass halt Teams mit höherer Gender Diversity einfach einen überdurchschnittlichen Profit erreichen. Weiter. Also es wurde dann dieses LernOS entwickelt. Dieses LernOS steht im Internet zur Verfügung. Es ist public unter der Creative Commons Lizenz verfügbar. Es kann sich dort
jeder selbst anmelden. Bitte weiter. So ein LernOS Diversity erstreckt sich über 12 Wochen und es ist ähnlich, vielleicht kennt ihr das, Working Out Loud, das auch so ausgerichtet ist, über 12 Wochen in kleineren Gruppen das zu machen. Und hier ist mal so eine Übersicht, in welche Elemente sich das einteilt. Der erste Teil ist Selbstreflexion, wo man sich tatsächlich mit sich selbst mehr beschäftigt, Selbsteinschätzung, sein Umfeld auch analysiert und sich selbst ein Ziel setzt für diese Reise hier, gemeinsam mit mehreren Leuten. Dann stellt man halt den Kontext her, wie man die Diversity selbst wahrnimmt. Und im zweiten Bereich quasi wird man die Inklusion besser verstehen und auch selbst selbst mit einsteigen und selbst gibt es da in der Regel oft schon ein Mindshift, dass man mehr selbst auch inklusiv handelt und seine Ziele dann eben umsetzt. Ja, weiter. Es gab einige Initiativen. Ursprünglich wurde das LearnOS mit DATEV pilotiert innerhalb DATEV im Zeitrahmen vom September 2021 bis Januar 2022 und es gab halt 120 Teilnehmer, wo auch interne sowie externe eingeladen wurden. Also es war halt eine super gute Mischung. Es gab halt eine Kicker-Veranstaltung und es gab dann zwischendurch auch immer wieder Meetings. Und auch ein gemeinsames Abschlussevent dann. Natürlich wurde das auch über Social Media begleitet, wo natürlich auch Interaktion entstanden ist. Und dort sind auch diese Hashtags LernOS Diversity und Learning Circle Diversity entstanden und werden dort immer weiter benutzt. Weiter. Wenn ihr noch mehr über dieses LearnOS wissen möchtet, also tiefer einsteigen möchtet, wie man sich da eventuell auch Gruppen zusammenfinden kann, gibt es auch eine Möglichkeit. Dann gibt es wohl morgen eine Session. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob diese Session stattfindet. Das müsste die Organisation dann hier noch festlegen. Ansonsten weiter. Ansonsten könnt ihr gerne mit den beiden in Kontakt treten. Über die Webseiten der beiden. Und ansonsten würde ich euch noch einladen. Danke dir. An dem Diversity-Landfahrt selbst mitzuteilen. Danke, Christine. So, now we have switched to English again. Perhaps you saw that on the left side of the Galaxy map, we have new ways of learning and new ways of working. And who could better explain that learning and working will become one in the future than Harald Jarki. I hope I pronounced it right. Harald updated Jarki the graphics. In Deutsch. Jarki. Okay, sehr gut. Updated his blog for us, and now the stage is yours, Harald. Go ahead. Okay, thank you. Are you going to share the image, or do I do that? Of course. Okay, that's great. Hello, guten Tag. Very nice to be here. Thank you, Simon, for inviting me. My little talk here is based upon a blog post that I wrote 10 years ago called Work is Learning and Learning is the Work. And this has helped me to revisit it and take a look at what's transpired over the last 10 years. This image here is based upon an original work that was done by Lilia Efimova as she was looking into personal knowledge management. And I found that variations of this model are really good at explaining the situation that we're in terms of dealing with more complex problems, having to use non-codified knowledge and get that from our teams, our communities, and our social networks. So you can see on the left side, you have moved from hierarchical and structured entities up towards diverse and unstructured. And along the bottom is that we move from getting things done to learning new things. And we have to be balancing between these two. And what's important is in terms to get things done, we have to focus on collaborating. And collaboration is working together for a common objective. And often that objective comes from outside of us. It comes from our boss or it comes from our client. Whereas in networks, the best behavior is to be cooperative. And cooperation is sharing freely
without any expectation of quid pro quo or expectation of direct reciprocity. And that's what happens when you share a blog post or you put something online, is that you don't expect to get paid for it, but you are sharing things because you think that that's going to be of interest to other people, and you're reading things and looking at things from folks. And that's pretty well how the internet works. That's how YouTube works. A lot of people who are just sharing what they're doing. That's how I learned to do bicycle maintenance. I go on YouTube, I watch a video. So today, for almost every knowledge worker, is that we have these three places in which we do different things, but with the same mind. So in our work teams, we co-create value with other people, right? And trust is important for us to get things done. At the opposite end, in our social networks, we connect with others. And what's important is that we focus on diversity, finding different people who can inform us about different kinds of things. And in the middle are these communities of practice, are these safe spaces where we can share things and we can learn. Because we know that if we share too much on the open web, we get the trolls. There was the talk about misinformation, disinformation. We need to find these safe spaces in between, right? So basically is that we need to reach out to our social networks, seek to understand the environment, find places where we can challenge our assumptions and learn with our peers, right? Get new ideas out of that, and then work with others whom we trust, co-create value, share what we've learned again back out, making sense of that practical experience, right? And then sharing those new practices to help make our overall network smarter. You know, and Céline was talking about leadership, and I believe that the best leaders are constant learners. It's all about learning. And I don't have the timer on here, so you're gonna have to give me a 1 minute warning on that. One minute left. How much? 1 minute. Excellent. Okay, so. So I tweeted out the link to the post on this work is learning. It's at the LearnOS hashtag. You can follow that up. And finally, a great example of how this is done was by Johnny Ive, who was the head designer at Apple. And he talked about the constant dance between the resolve to solve problems and then the being curious about other stuff. So constantly bouncing back and forth between, oh, look, a butterfly, and, oh, I got to get stuff done. And that is the challenge for workers, is how do we do that? And the core is connecting our networks and our teams by finding communities of practice where we can share things in a trusted and safe environment. And there's lots to read on the blog there. And thank you very much. I don't want to use all 5 minutes. Yes, thank you. Your applause. So, dann gehen wir zurück. Moment, genau, hier ist noch eingeblendet die Isabel mit Lernen durch Lehren. Die hat es leider auch dahin gerafft. Die ist auch, musste krank absagen. Das heißt, wir springen noch ein weiter. Moment. Da muss ich jetzt hier erstmal drüber. Zip. Wieder eins zurück. Will noch nicht. Das sind Isabels Folien. Das werden wir irgendwann mal nachholen. So, eins hoffentlich noch. Und dann kann sich schon mal die Svante bereit machen. Svante, bist du da? Ja, ich bin da. Sehr schön. Genau. Der Markus Fett, den hat nämlich auch krank dahin gerafft. Der wollte eigentlich ein 3-Jahres-Update zu der New Work Charta geben. Dann dachte ich mir, wer könnte in den New Work Talk vielleicht einspringen? Vielleicht kennt ihr den Podcast On the Way to New Work. Gerade ist das Buch erschienen dazu, nach vieler jahrelanger Podcast-Vorarbeit. Und die Svante hat das Buch mit geco-autort und ist direkt eingesprungen vorgestern Abend, also sehr agil. Svante, deine 5 Minuten. Vielen Dank. Also, vielleicht haben einige von euch, so muss ich es halten, dieses Buch schon gesehen. Das ist eine Kombination aus, was haben insbesondere Michael und Christoph, die gemeinsam den Podcast haben, aus den vielen, vielen Gesprächen gelernt. Was ist eben auch das, was ich als Beraterin, Coach und Trainerin, das ist nämlich das, was ich seit 10 Jahren tue, im Bereich New Work gelernt habe. Und was sind eben auch einfach die Ansätze, die man im Blick haben darf. Und unser Ziel war, ein sehr praxisnahes Buch zu schreiben, das einfach New Work auch aus dieser Buzzword-Welt rausholt, aber dass es eben auch nicht zu theoretisch macht, sondern dass man eben durchblättern kann und sagen kann, was ist das, was mich im Moment am meisten interessiert
Und euch brauche ich natürlich nicht erzählen, dass New Work mehr als Post-its sind und mehr als Tischkicker oder auch als Remote Work, was ja im Moment manchmal auf LinkedIn so die Diskussion ist, dass die Leute denken, okay, das wäre jetzt schon New Work und New Work wäre ja total unfair, weil es ja nicht jeder im Büro arbeitet und das ist es eben einfach viel mehr. Und Simon hat mich gebeten, mal so die Essenz zusammenzufassen in 5 Minuten, was tatsächlich sehr gut geht, weil die Essenz ist für uns, New Work hat 3 Teile. Der erste Teil ist einfach die persönliche Stärkung. Und da haben wir Themen beleuchtet, die sich insbesondere beziehen auf, wer bin ich, was will ich, was kann ich, welche Gewohnheiten habe ich, wie organisiere ich mich, wie gucke ich eigentlich auf das Thema Lernen, das ist ja das Thema, das wir hier ja auch an verschiedenen Stellen schon haben, wie lerne ich, und das sind im Grunde, und das ist eins der Learnings, dass eigentlich alles auf das Thema Resilienz zusammenfließt. Das heißt, als ich damals mich mit dem Resilienzkapitel befasst habe, dachte ich so, ja krass, aber das haben wir ja auch alles irgendwie schon gehabt. Und es ist halt auch spannend, weil das sind natürlich die vielen Säulen, die wir brauchen, um mit der Arbeitswelt und auch mit Veränderungen und neuen Themen umgehen zu können. Und das ist für uns die Basis, weil ich kann als Beraterin in Unternehmen gehen und viele Dinge fordern, einführen, inspirieren. Aber es muss ja auf eine gute Basis fallen. Das bedeutet, dass die Leute eben in der Lage sein müssen, überhaupt mit Veränderungen umzugehen. Und da ist halt Resilienz ein wichtiger Faktor, der sich eben in die vielen Konzepte auffächert. Dann war der zweite Teil das, was eigentlich im engeren Sinne unter New Work verstanden wird, nämlich, wie arbeiten wir zusammen? Wie kommunizieren wir? Wie führen wir? Wie funktioniert agiles Arbeiten? Wie baut man Organisationen dezentral auf? Und viele Themen so aus dem Bereich. Und der dritte Teil, der ist insbesondere bezogen auf das Thema starke Gesellschaft. Also wie hängt denn New Work überhaupt mit Themen wie Nachhaltigkeit und Diversität zusammen? Welche Rolle spielt Bildung in dem Kontext? Was sind denn eigentlich die ursprünglichen Utopien oder auch die Utopien, die es aktuell gibt? Und welche Rolle spielt Technologie? Und unser Learning oder auch die These, die wir haben und das, was für uns halt wichtig ist, es baut alles aufeinander auf. Und was ich halt sehr spannend finde, ist, dass ganz oft einfach nur auf den mittleren Teil geschaut wird, also Organisationsentwicklung, neue Arbeitsmethoden. Und der erste Teil entweder von Unternehmen vorausgesetzt wird, dass die Leute alle schon so weit sind und einfach neue Veränderungen begrüßen und umsetzen können, aber teilweise eben auch, dass die Leute sich gar nicht selber in der Verantwortung sehen, auch an sich und mit sich zu arbeiten, um diesen Weg zu beschreiten. Und der dritte Teil wird eben auch ganz oft ausgeklammert, weil man sagt, es hat doch eigentlich gar nichts mit Arbeit zu tun. Und was daran so interessant ist, ist, dass, wenn wir an Friedrich Bergmann zurückdenken, der ja Mitbegründer von New Work, wie wir es in der großen Vision verstehen, ist und ja den Begriff sehr stark geprägt hat, für den waren der erste und der dritte Teil eigentlich die spannendsten. Das heißt, der hat sich auf der menschlichen Seite damit befasst, wie kann ich eigentlich Arbeit zu etwas machen, das mich erfüllt? Wie kann ich herausfinden, was ich wirklich, wirklich will? Und wie kann ich das eben auch in meine Arbeitswelt bringen und gestärkt aus Arbeit hervorgehen, anstatt geschwächt? Weil er hat gerne mal das Bild benutzt, dass für die meisten Leute Arbeit wie so eine milde Form der Erkrankung ist. Es bringt uns nicht um, aber richtig gut fühlen wir uns auch nicht. Und deshalb war der erste Teil sein Fokus und der dritte Teil war sein Fokus, nämlich, wie kann New Work dazu beitragen, unsere gesellschaftlichen Herausforderungen auch zu lösen? Friedrich Bergmann hat ganz früh etwas benannt, das er die 4 Tsunamis nannte. Dabei ging es darum, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer größer wird. Timer's up. Ich hab den Timer. Danke dir, Svante. Und wir haben das Buch hier auch ausliegen. Also wer will, wer mal reinschmökern will, das Buch liegt da. Vielen, vielen Dank. Wer den Podcast mit Bergmann hören will, glaube Episode 100 in On the Way to New Work. Vielen Dank, dass du eingesprungen bist. Ja. Merci. So, dann haben wir ein Team hier auf der Bühne. Moment, ich gebe dir schon mal ein Mikrofon und dann gleich auch noch ein weiteres. Nämlich, wir gehen jetzt in den unteren rechten Teil, wo die Methoden und Tools sind. Und Marcel und Stefan werden uns den Content Curation Guide Curate Your Learning vorstellen. Eure Bühne.
Wir sind ja zu zweit, wir kriegen 10 Minuten, oder? Na dann, start mal durch, Stefan. Okay, ja, was wir machen wollen, wir wollen euch Spaß oder wir wollen euch ja, reinnehmen, wie diese Content Curation Guide entstanden ist, und wir wollen euch Lust machen auf das Thema. Also wie geht Content Curation? Mein persönlicher Hero Harold Charkey war ja heute schon da. Wir werden auch viel über Harolds Themen sprechen, Seeks and Share. Und genau, da wollten wir einfach mal loslegen. Content Curation, wie ist denn das Ganze losgegangen? Wir haben uns Ende 2019, habe ich nachgeguckt, 2020 haben wir uns getroffen mit einer Gruppe von 6 Leuten. Da war der Alfred dabei, da war der Helmut dabei, da war die Judith dabei, da war die Hertha, der Marcel und ich. Und wir haben diesen LernOS-Guide OKR gemacht. Und weil wir ja sonst nichts anderes zu tun hatten, Montag um 20 Uhr, haben wir gesagt, okay, wir wollen so einen Guide schreiben. Und ich habe gesagt, ja, ich möchte gerne Content Curation machen. Und das haben wir praktisch Hertha, Marcel und ich. Was ich auch erwähnen muss, ist unsere Sketchnoterin, die Katrin, die arbeitet bei Hertha in der Organisation. Und Hertha hat gesagt, so viel zum Netzwerken, hey, ich kenne jemanden, der kann es euch visualisieren. Und dann haben wir Katrin eingeladen und die hat für uns diese wunderbaren Sketchnotes gemacht. Was übrigens eine coole Curation-Arbeit ist. Genau, und ihr seht hier auch da an der Seite, wir haben das Ganze in OneNote gemacht. Also OneNote, Guides schreiben in OneNote würde ich vielleicht nicht jedem empfehlen. Ja, vielen Dank auf jeden Fall an Katrin nochmal für die tollen Sketchnotes, die ganz sehr auch zur Verbreitung beigetragen haben. Aber nicht, dass es uns gereicht hätte, dass wir einen Guide machen sollen. Es gibt ja dieses bei OKR auch dieses Mission to Moon, ja, denkt größer, stellt euch den Herausforderungen. Nein, dann haben wir auch noch einen zweiten Guide begonnen und haben versucht, diese beiden Guides dann parallel zu schreiben, zusammen mit der Hertha von der Goethe-Stiftung und wir beide, aus diesem Circle heraus. Also uns hat quasi so ein bisschen das Fieber gepackt, aus einem Learning Circle heraus tätig zu werden und auch eigene Leitfäden zu schreiben und zu sagen, Mensch, das könnte doch für andere auch spannend sein, diese Methoden mal auszuprobieren. Und das war der Gedanke. Also der Content Curation Guide, den wir euch ans Herz legen wollen, den wir auch ausprobiert haben, den auch mal selbst auszuprobieren. Aber was steht da eigentlich dahinter? Was ist denn Content Curation? Also Content Curation ist ein Framework von Harold Charkey. Der hat es vor, glaube ich, 15 Jahren entwickelt. Und die drei Teile sind Seeking, also Informationen finden, Sense Making oder Sense, sich einen Sinn erschließen oder weiter bearbeiten für sich, filtern, weiterarbeiten und eben teilen, das Sharing. Genau, und wenn man das zusammenfasst, gibt es eine sehr gute Kurzdefinition von Robin Good, der gesagt hat, es ist eigentlich die Kunst, mit digitalen Informationsbausteinen und kleinen Lernimpulsen oder mit geschickt gemachten Arbeiten, also Artefakten, zu einem bestimmten Thema ein spezielles Interesse zu finden, es zu filtern und zu organisieren und dieses Thema auch in einem Kontext zu setzen, also auch einen Wert hinzuzufügen, den man selbst geschaffen hat und es dann auch für andere zu teilen, also öffentlich zugänglich zu machen. Und wie ihr seht hier, das ist eine der tollen Sketchnotes von Katrin, danke nochmal. Hier seht ihr den Weg, den man über diesen Content Curation Guide gehen kann, über die 12 Wochen, von dem sich gegenseitig kennenlernen, in Netzwerken zusammenfinden, über die Rolle von Personen im Curating, bis hin zum Kern eigentlich den Formen des Kuratierens, die es da gibt, ganz spannend. Ja, ihr könnt es noch nicht sehen, ich weiß, aber wir arbeiten dran. Und da brauchen wir eure Hilfe. Und Stefan wird nochmal ganz kurz auf diese drei Mechanismen hinter Content Curation. Nee, das mache ich nicht. Machst du nicht Seeks and Share, das haben wir schon ein bisschen besprochen. Das ist auch nochmal die Sketchnote. Ich genau. Finde, dass dein Beispiel von Conti viel wertvoller ist. Okay, dann bringe ich das mal. Wir haben es ausprobiert intern. Wir haben es in einem Piloten versucht durchzuführen. Das hat eigentlich ziemlich gut geklappt. Wir hatten am Ende 70%, die das tatsächlich abgeschlossen haben. Von 8 Circles und 2 Tandems mit 45 Teilnehmenden. Und es hat den Group HR-Kollegen bei uns so gut gefallen, dass sie gesagt haben, wir probieren das aus, wir rollen das aus in einem Learning Business Partner Programm. Und die Kollegen haben das dann in den letzten beiden Jahren durchgeführt mit circa 2x20 Teilnehmenden. Und da war die Quote sogar 90%. Also fast alles sind durchgekommen. Und weil wir euch diesen Leitfaden nicht weiter vorenthalten wollen und ich Stefan schon lange treate, dass wir ihn endlich online kriegen, wollen wir, dass ihr uns unterstützt morgen im Assembly 13 bis 15 Uhr an Tisch 1. Genau. Ja.
So, sehr gut, sehr gut. Moment, wo sind meine Folien geblieben? Jöran, hast du schon die Kontrolle übernommen? Jöran teilt schon, oder? Ja, perfekt. Sehr gut. Wir gehen in die obere rechte Ecke der Galaxy Map. Dort gibt es nämlich die 4K, die 21st Century Skills. Und Jöran, ich glaube, der Lightning Talk heißt genauso, meine Galaxy Map ist leider weg. Deine Bühne, die Zeit läuft. Danke dir und danke für die Einladung. Der Talk heißt die 4K-Zeichen und die Suche nach dem verlorenen Zopf. Das sind auch meine Folien, die ich mitgebracht habe. Auf der letzten Folie gibt es dann nochmal den Link, wo man sich das alles anschauen kann. Denn in den nächsten 4 Minuten ist das ein bisschen kompakter. 21st Century Skills, hat der Simon gesagt, sind mit diesen 4Ks oder im englischen Original The 4Cs ja relativ bekannt. Wobei tatsächlich in der deutschen Übersetzung, als ich das mal recherchiert habe, ich gesehen habe, dass schon bei der Übersetzung oder beim Transfer über den Atlantik sozusagen ganz viel verloren gegangen ist. Also wer das mal nachlesen will, ein Artikel dazu ist auf der letzten Folie verlinkt. Im Deutschen haben sich kritisches Denken, Kreativität, Kommunikation und Kollaboration so als Schlagworte durchgesetzt, die immer sehr gerne angeführt werden, so als die 21st Century Skills. Inzwischen gibt es häufiger auch Veröffentlichungen, da arbeitet man dann mit dem Begriff 2030 als Horizont, weil man gemerkt hat, das 21. Jahrhundert ist ja doch schon mehr als ein Fünftel vorbei. Und was dann oft noch dazu kommt, ist, dass es Forderungen gibt, man kann sich nicht auf diese 4Ks beschränken, sondern man bräuchte noch ein 5. K und ein 6. K und ein 7. K. Und diese Forderungen oder die Konzepte dahinter sind in der Sache durchaus häufig begründet. Also das, was beispielsweise Fullen über das 5. oder 6. K, zum Beispiel über Citizenship als eine Kern-Skill-Frage beschrieben hat, ist total sinnvoll. Oder was Lisa Rosa über Complexity als zusätzliches C oder K beschrieben hat, macht auch Sinn. Gleichzeitig habe ich immer den Impuls, den ich jetzt hier heute nachgebe, zu sagen, ja, es gibt ja natürlich mehr als die 4Ks und zwar viel mehr und es macht Sinn, auch einen Rahmen, ein Framework zu haben, der diese 4Ks einordnet. Und jetzt bin ich ganz schnell zum Bücherregal gerade gesprintet, um auch ein Buch hochzuhalten. Das ist ein Buch, das einen Fehler hat. Es ist nämlich für den Bereich Schule geschrieben worden. Das ist jetzt noch kein Fehler. Der Fehler ist eher, dass es nur für den Bereich Schule adaptiert und rezipiert wird. Ich habe das auf Deutsch übersetzt. Für mich ist es so in den letzten 5 Jahren das Framework geworden, mit dem ich alle Diskussionen um Lernziele einordnen kann. So, ich so eine Landkarte habe, die mir sagt, so hier blinkt gerade was auf oder diese Sachen werden alle vernachlässigt. Und jetzt mache ich innerhalb von einer Minute Zusammenfassung auf einer Folie von den 200 Seiten Buch. Da wird nämlich von 4 Dimensionen des Wissens als Bildungsziele gesprochen und die 4Ks hier oben rechts in Orange zu sehen, sind nur eine dieser 4 Dimensionen und die anderen Dimensionen im Schnelldurchlauf. Hier gibt es links einen ganz großen blau markierten Bereich, der heißt Wissen, ist dann auch mal in Unterkategorien aufgeteilt. Traditionelles Wissen, das ist eine Unterkategorie, da kennen wir viele Sachen, Mathe, Naturwissenschaften, Deutsch, Fremdsprachen etc. Dann gibt es modernes Wissen, das ist das, was die Autoren dieses Buches, drei Nordamerikanerinnen, oft genannt bekommen haben als modernes Wissen, wo viele Sachen unterrepräsentiert sind als Bildungsziele heute. Und dann gibt es noch Querschnittsthemen, die heißen im Deutschen meist irgendwas mit Bindestrich-Kompetenz, globale Kompetenz, Medienkompetenz, Umweltkompetenz, vielleicht auch sowas wie Systemdenken oder Design Thinking. Dann gibt es oben rechts die 4Ks, die wir kennen. Und dann gibt es einen Bereich, eine Dimension, die heißt Charakter, im Deutschen knapp an Persönlichkeitseigenschaften dabei. Da ist sowas wie Resilienz dabei, da ist sowas wie Leadership dabei. Und unten rechts in der Ecke steht Meta-Lernen. Ich habe nochmal so eine grüne Hinterlegung hinter alles gelegt, weil das für mich immer der unterschätzteste Bereich von allen ist. Also das wäre meine erste von 2 großen Botschaften. Die 4Ks sind natürlich nur Teil von vielen. Es gibt viel mehr und dieses Framework, die 4 Dimensionen der Bildung, Four-Dimensional Education, würde ich da euch nahelegen wollen. 2. Punkt. Hier habe ich jetzt nochmal die 4 Dimensionen nebeneinander gelegt. Was in der Debatte mir häufig zu kurz kommt, ist die Frage, wie sich diese 4 Dimensionen zueinander verhalten, weil es wird meist rein additiv gesagt, wir brauchen jetzt auch noch das und wir brauchen jetzt auch noch das oder das ist wichtiger als jenes. Und jetzt kommt der stärkste Spezialeffekt, weswegen ich diese Präsentation hier brauchte, weil es ist ein GIF. Diese Sachen sind natürlich nicht additiv, stehen einfach nicht nur nebeneinander oder übereinander, sondern sie sind, wenn es gut läuft, so miteinander verwoben und verflochten. Und das ist für mich so der Punkt, wo ich in den letzten Jahren viel auf der Suche bin, wenn ich Lernangebote finde, die komplexer sind, dann sehe ich oft, dass die eben mehrere Lernziele, mehrere Dimensionen miteinander verflechten. Und jetzt kommt das, was ich auch noch beobachtet habe. Wenn man die Leute, die das machen, fragt, wie sie diese Verflechtung quasi als Flechtkunst gestalten, dann wissen die das häufig nicht. Die machen das offensichtlich intuitiv richtig. Und wir wissen aber sehr wenig über sowas wie eine Lehre der Verflochtenheit des Zopfes.
Wenn wir darüber mehr lernen, glaube ich, können wir mehr über die Lernziele und die 21st Century Skills lernen. Ganz herzlichen Dank. Danke dir, dein Applaus. So, Moment, jetzt muss ich wieder zurückspringen. Eigentlich ist die Lightning Talk-Regel, dass alle ihre Präsentationen in ein PDF packen, aber natürlich für die Animation haben wir da eine kleine Ausnahme gemacht. Jetzt muss ich nur wieder gucken. Ich schaue schon mal, ob die Christina da ist. Ja. Du bist da, okay. Warte, dann muss ich jetzt hier mal abschätzen. Da war Haralds Talk, 19 Folien weit. Schauen wir mal, wo wir hier landen. Jöran, du siehst, was das verursacht, ja, und warum ich mich so ein bisschen gewehrt habe dagegen. Nicht, dass ich irgendwie... Es hat sich gelohnt. Ja, genau, perfekt. So, da kommen viele Applause. Applause, Applause, Applause. Jetzt schauen wir mal, hier war Marcel. Aha, hier müsste man irgendwo sein. Hier müsste die... So, Moment, jetzt müsste hier eigentlich, müsste gleich die Galaxy Map kommen. PowerPoint dreht hier schon. Und wir müssten dann sehen, dass wir, ich nehme es schon mal vorne weg, sozusagen in das Zentrum zurückkommen, da wo wieder Wissensmanagement steht. Genau, da oben sind wir. Die GFM, Einblicke, 20 Jahre Beschäftigung mit dem Thema Wissensmanagement und die Christina, deine Bühne, ich schaue weiter. Du gibst mir ein Signal, wenn die nächste Folie kommen soll. Ja. Vielen Dank. Kann ich jetzt alles legen, ja? Ja, leg los. Also erstmal vielen Dank noch einmal. Und ja, ich habe die große Ehre, die Gesellschaft für Wissensmanagement zu präsentieren und die Einblicke in die Geschichte, die über 20 Jahre eigentlich sich vollzieht, hier zu präsentieren. Also ich lade euch zu dieser kurzen, wirklich sehr kurzen Reise in die Geschichte von GFIM. Vorab, bevor wir also auf die Visual Map, was wir erstellt haben, euch präsentieren werde, möchte ich doch zur nächsten Folie übergehen und kurz erklären, was GFIM ist. Was ist die Gesellschaft für Wissensmanagement? Was sind die Prinzipien und Treibkräfte, die dieser Gesellschaft überhaupt also nach vorne treiben? Das heißt also, Gesellschaft für Wissensmanagement unterstützt den professionellen und verantwortungsbewussten Umgang mit dem Thema Wissen. Das heißt, wir fördern das Wissensmanagement in Theorie und Praxis in einem ständigen Dialog zwischen Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung und Gesellschaft. Dabei sind die Leitideen, die wir uns nach vorne treiben, vor allem, das ist im deutschsprachigen Raum ein regional aufgestelltes und überregional verbundenes Netzwerk von Akteuren zum Thema Wissensmanagement. Dabei vermitteln unser Verein Bewusstsein für die Bedeutung von Wissen als ein erfolgskritischer Faktor. Und das Ganze ist in einer Form von Austausch von Experten, Entwicklern, Anwendern zum Thema Weiterentwicklung von Wissensmanagement zu fördern. Wir sind sehr werteorientiert in dem Umgang von Wissen und das Ganze findet auch in eine interdisziplinäre Zusammenarbeit. Das, was uns auch erlaubt, diese ganzheitliche Sicht auf das Thema Wissensmanagement zu haben. Weiter. Nachdem wir eigentlich geklärt haben, was die Gesellschaft für Wissensmanagement, für alle, die das jetzt zum ersten Mal den Namen gehört haben, seht ihr den großen Ausschnitt aus dem Konzeptboard. Das ist auch unsere visuelle Map zu den einzelnen Wissensassets, was in diesen 20 Jahren entstanden sind. Das heißt, unsere Gesellschaft wurde von vor 20 Jahren, knapp 21 Jahren, von den Wissenschaftlern in einem geschlossenen Verein mit dem Ziel gegründet, einen Masterstudiengang zum Thema Wissensmanagement zu gründen. Bis heute ist das eigentlich, hat sich zu einer Community of Praxis entwickelt, und zwar regional übergreifend. Wir sind heutzutage im ganzen Dachgebiet vertreten. Das heißt, es werden Regionalgruppen überall aktiv weiterentwickelt und auch überregional. Überregional, das heißt vor allem über Formate wie Barcamp, Knowledge Camp. Dazu besonders eine Anregung vielleicht für die, die sich an diesen Formaten interessiert sind. Die Barcamps finden jetzt seit 2008
regelmäßig jeden Jahr über 2 Tage statt. Dieses Jahr findet wieder in einem Hybridformat, nach 2 Jahren online, findet in Berlin statt. Und damit man, also wer diesen Format nicht kennt, das ist jetzt ein offenes Format, wo das die Themen und Referenten nicht festgelegt sind im Voraus. Und das heißt, jeder kann sich mit seinem Thema Interessengebiet also mit einbringen. Zum Beispiel, was man jetzt auf diesem Concept Board natürlich nicht leserlich ist, das heißt, ich werde jetzt nur ganz kurze Inputs geben zu den einzelnen Linien, zu dieser Karte. Wir haben verschiedene Linien zu sehen. In der Mitte, das ist so die blaue Linie, das ist unsere Entstehungsgeschichte und die besonderen Highlights. Da oben sieht man eine orange Linie, das sind die externe Kooperationen. Natürlich, wir haben momentan noch keinen Anspruch an die Vollständigkeit von dieser Karte, das ist quasi Work in Progress. Wir haben durch diesen Bitte von Simon eigentlich diese große Arbeit jetzt angefangen, um ganze andere unsere Wissensansätze zu visualisieren. Aber wie gesagt, da ist schon einiges wurde visualisiert. Dabei würde ich besonders auf die rote Linie vielleicht eingehen wollen. Das sind unsere Fachgruppen, da wo die Experten und die Interessenten zu verschiedenen Themen sich zusammenfinden können. Besondere Highlights in dieser Zeitstrang oder also diesen roter Linie. Das sind zum Beispiel solche Gruppen, Fachgruppen wie Kompetenzkatalog. Da ist auch unser Kompetenzkatalog Wissensmanagement entstanden. Ich sehe schon, ich würde euch einfach jetzt weiter. Wir haben einen Konzeptboard. Die Zeit ist leider vorbei, Christina. 5 Minuten ist die Regel. Den Rest dann im Link. Ich glaube, in der letzten Folie ist der Link, wo man dann auch zum Konzeptboard kommt, richtig? Ja, und genau. Vielleicht noch der Hinweis, es sind Kollegen, Sabine hatte sich ja vorgestellt, Andreas ist da, hier ist die Wissensmanagement Assembly, da dann morgen mehr. Danke dir. Andre, unsere Kommentare zu Christina Mirczuk. Genau, perfekt. Tschüss. Sehr gut. Okay, dann kommen wir mit ein bisschen Verzug, der komplett auf Jörans Kappe geht, zum letzten Lightning Talk. Wir haben uns überlegt, Hybrid, es gab ein sehr altes Modell im Wissensmanagement aus dem Bereich Computer Supported Cooperative Work. Ich weiß nicht, wer die CSCW-Matrix noch kennt, 1984. 2 Achsen, gleicher Ort, anderer Ort, gleiche Zeit, andere Zeit. Findet man in der Wikipedia, sucht danach CSCW. Und wir haben uns gedacht, wir holen einen Lightning Talk Speaker mit rein, der was mit Star Wars zu tun hat, der was mit Lernen zu tun hat, der perfekt zur Community passt und der aber aus einer anderen Zeit ist, das heißt, den wir als Aufzeichnung einspielen. Die Frage ist, ob das klappt. Ich hoffe, die Bühne gehört dem Dustin Deal, wie wir die Welt retten mit Star Wars.